Ich möchte euch einladen, ein Wort auf euch wirken zu lassen. Es handelt sich um das Wort Ruhe. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Ruhe denkt? Ihr könnt euch, wenn ihr mögt, gern mal mit euren Nachbarn austauschen, was denen in den Sinn kam. Viele von uns sehnen sich nach Ruhe, wünschen sich, dass Ruhe einkehrt in ihrem Leben, dass sie mal wieder Ruhezeiten erleben, weil der Alltag oft so angefüllt ist mit Aufgaben, mit Dingen, die erledigt werden sollen, erledigt werden wollen. Und von daher habe ich mir für heute, für unsere vierte Predigt zum Thema mit Gott auf Arbeit, das Thema Ruhe vorgenommen. Die Überschrift lautet: In Gottes Ruhe hineinkommen. Wie kann es uns gelingen, als arbeitende Menschen, wie kann es uns gelingen, trotzdem in die Ruhe hineinzukommen, Gottes Ruhe zu erlangen? Wir sind nicht die erste Generation, die ein Bedürfnis nach Ruhe kennt, diese Sehnsucht, dass Ruhe einkehren soll. Das ging schon vielen vor uns so. Unter anderem finden wir im Hebräerbrief eine Einladung, Passagen, die sich beschäftigen mit dem Thema Ruhe. Ich lese euch folgende Verse aus Hebräer 4. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie, gemeint ist das Volk Israel, durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Der Schreiber des Textes malt uns vor Augen, dass Gott Ruhe für uns hat. Im Text wird erwähnt, dass Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Das ist ein göttlicher Bonus für uns Menschen. Denn der Mensch wurde erst am sechsten Tag erschaffen. Und auf den sechsten Tag folgte der siebte Tag, der Ruhetag. Also für uns begann das Leben mit einem Ruhetag. Ein toller Start. Da war Zeit, mit Gott durch den Garten zu wandeln, mal zu entdecken, was da so ist. Zeit mit Gott verbringen. Einfach Ruhe. Ich finde, das ist ziemlich großartig. Und damit hat Gott von Anfang an auch gleich das richtige Maß gesetzt. Für ihn war klar, der Mensch kann, soll, darf 6 Tage arbeiten und schaffen, etwas bewegen, etwas bewirken. Und er hat einen Tag, den siebten Tag als Ruhetag. Und Gott war das wichtig und deshalb hat er das im 3. Gebot festgehalten. Und er hat damit eine Grundlage geschaffen, wie er zum Thema Arbeit steht. Das für ihn klar ist, an erster Stelle steht die Gemeinschaft mit Gott selbst, die Zeit mit Gott. Und sie gibt uns ein heiles und gesundes Fundament für unseren Arbeitsalltag, wie wir dann unsere Arbeit leben und gestalten können. Und das war es auch, was Martha verstehen sollte, als sie sich über das Verhalten von Maria geärgert hatte. Im Hebräerbrief steht dann noch viel mehr im Spiel vor Augen, wenn es um das Thema Ruhe geht. Und zwar wird dann erinnert an die Geschichte des Volkes Israel in der Zeit der Wüstenwanderung. Ihr müsst da mal Kapitel 3 und 4 lesen. Da geht es darum, das Volk war in der Wüste unterwegs und hat dann angefangen zu murren. Und sie haben sich von Gott abgewandt, sie haben sich andere Wege gesucht. Und deshalb galt auch für diese Generation,
ihr werdet nicht in das gelobte Land kommen. Das gelobte Land wurde auch als das Land der Ruhe bezeichnet. Der Hebräerbrief zitiert am Psalm 95, wo Gott sagt, darum sprach ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das galt für die Generation, die da in der Wüste murrte und sich neue Wege suchte. Und erst die folgende Generation durfte unter der Führung von Josua in das gelobte Land, in das Land der Ruhe einziehen. Aber wir wissen genau, letztlich haben sie die Ruhe dort auch nur punktuell erlebt. Es gab immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen, immer wieder wandte sich das Volk von Gott ab, suchte sich neue Wege. Und der Hebräerbrief will die Christen daran erinnern, ihr könnt in die Ruhe Gottes hineinkommen. Ihr könnt da hineinkommen, wenn ihr nicht den gleichen Ungehorsam begeht wie das Volk Israel. Und den Ungehorsam beschreibt der Hebräerbrief dann auch noch. Es geht nicht darum, dass sie sich die Hände nicht gewaschen haben oder dass sie über den Nachbarn gelästert haben, sondern dass sie Gott nicht vertraut haben. Sie haben Gott misstraut und haben sich andere Götter gesucht. Das war der Ungehorsam. Das war die Grundlage dafür, dass Gott gesagt hat, mit euch nicht, so nicht. Und die Christen, die jetzt den Hebräerbrief lesen, die sollen das für sich als Mahnung, als Erinnerung, als Einladung nehmen, dass sie nicht genauso dumm sind, dass sie nicht genauso falsche Wege wählen, dass sie nicht so ungehorsam sind wie die Menschen vor ihnen. Den Christen damals wurde deutlich gemacht, auch wenn ihr jetzt gerade Ärger erlebt, und den hatten die, die ersten Christenverfolgungen begannen, das Römische Reich machte den Christen das Leben schwer und die hatten wirklich Unruhe, Stress und Ärger. Und sie sollten sich besinnen, auch wenn ihr diese Bedrängnis erlebt, werdet nicht ungehorsam und wendet euch nicht von Gott ab. Wir haben das Glück und die Gnade, dass wir keine Bedrängnis durch Christenverfolgung in unserem Land erleben. Aber trotzdem sagen viele von uns, ich erlebe Bedrängnis durch das, was ich an Arbeit erlebe. Die Last der Arbeit erdrückt mich oft. Manchmal weiß ich überhaupt nicht, wie ich klarkommen soll mit diesem ganzen Aufgabengewirr, mit dem Arbeitsalltag. Das Bedrängnis, da ist Druck vorhanden. Und jetzt geht es darum, dass die Menschen sich trotzdem nicht von Gott abwenden, dass sie nicht nur von ihrer Bedrängnis gefangen genommen werden, sondern dass sie in dem nochmal erkennen, was ist eigentlich das Fundament meines Lebens. Menschen, die heute leiden, sollen erkennen, da ist eine Ruhe für mich. Und diese Ruhe kann ich bei Gott bekommen. Der Hebräerbrief ruft uns auf. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe Gottes hineinzukommen, um nicht wie das Volk Israel durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Unsere Bedrängnis soll uns nicht von Jesus abbringen, sondern vielmehr immer wieder zu Jesus hinbringen, dass wir auf ihn schauen. Denn Jesus ist die Tür und der Weg hin zu der Ruhe Gottes. Durch ihn können wir dort ankommen. Jesus selbst lädt uns ein und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Das ist seine Einladung an uns. Gott möchte uns eine Ruhe schenken, die außerhalb von uns selbst liegt. Wenn wir manchmal vom Shalom Gottes sprechen, dieser tiefe Friede, den wir menschlich überhaupt nicht erreichen können, den hat Gott von uns. Und er lädt uns ein, daran teilzuhaben, dass wir da hineinkommen können. Jesus lädt uns ein und sagt, diese Ruhe, diesen Shalom Gottes, den stelle ich euch jetzt in diesem Moment schon zur Verfügung. Diese Ruhe ist für dich da. Und es ist eine andere Ruhe als die wir erreichen können, wenn wir einfach unsere Zeitweise einteilen, wenn wir weniger arbeiten. Es ist nicht die Ruhe, die wir durch mentales Training, irgendwelche Entspannungsübungen erreichen können, sondern es ist eine viel
tiefere Ruhe, die auch dann noch bestehen bleibt, wenn um uns herum und selbst in uns drin die Stürme toben und die Wogen hochgehen. Es ist diese Ruhe, als, ihr müsst euch vorstellen, Jesus war mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth und die waren unterwegs und plötzlich kommt Sturm auf. Die Wellen gehen hoch, das Boot droht umzukippen, zu kentern, Angst breitet sich aus. Panisch wecken die Jünger Jesus. Und Jesus befiehlt den Wellen zu schweigen und Stille kehrt ein. Ruhe ist da. Mitten im Sturm, mitten in unseren Lebensstürmen, ist da einer, der den Sturm stillen kann. Der heute und jetzt für dich sagt, ich lade dich ein, in diese Ruhe Gottes hineinzukommen. Sie ist für dich da. Ich nehme dich nicht raus aus deinem Alltag, sondern ich komme hinein in deinen Alltag. Und ich will dir diese Ruhe schenken in all dem, was in dir tobt, um dich tobt, was du zu tun hast, was dich bewegt. Trotz Chaos, trotz Ärger mit dem Chef, trotz ungünstiger Arbeitsbedingungen. Jesus sagt, ich komme mit meinem Frieden, mit meiner Ruhe da hinein. Der große Kirchenvater Augustinus hat es toll formuliert. Du hast uns auf dich hingeschaffen, Herr. Und unser Herz ist ruhelos, bis es in dir Ruhe findet. Und so ist es. Unser Herz wird letztlich nur zur Ruhe kommen, wenn es bei Gott ankommt und wenn wir bei Gott unser Leben festmachen. Und diese Ruhe, die Gott uns durch den Heiligen Geist schenkt, die er in uns wirken lässt, die ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Da kommt noch was auf uns zu. Denn am Ende der Zeit erwartet uns eine uneingeschränkte Ruhe, eine vollkommene Ruhe. Eine Mutter von 3 Kindern sagte mal zu mir, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Kraft und Hoffnung es mir gibt, dass es irgendwann keine To-Do-Listen mehr gibt, mich nachts kein Kind mehr weckt und ich nicht von einem Termin zum anderen hetze. Das ist so eine großartige Aussicht. Und dass ich weiß, dass das dann für alle Zeit sein wird, da kann ich diese paar Jahrzehnte ganz anders nehmen. Und genau so ist es. Es geht um diese Perspektive, dass wir eine Perspektive haben, egal was euch jetzt gerade wirklich bis hier steht oder bis da runterdrückt. Das ist nicht das Ende, sondern am Ende steht Gottes ewige Ruhe. Und das ist keine tote, langweilige Ruhe, sondern die wird ganz schön sprühen und voller Energie sein. Und wir werden uns nicht langweilen. Der Schreiber des Hebräerbriefes will aber auch deutlich machen, sehr deutlich, dass wir uns entscheiden müssen. Wir müssen wählen, ob wir Jesus vertrauen und den Weg des Gehorsams nehmen, damit wir in diese Ruhe hineinkommen. Oder ob wir uns eben doch auf andere Dinge konzentrieren. Ob wir im Misstrauen, im Murren, im Ärgern, im Grummeln hängen bleiben. Ob wir immer wieder nach anderen Göttern suchen, um irgendwie mit der Situation fertig zu werden. So, wie es das Volk in der Wüste gemacht hat. Mit Beginn der Schöpfung hat Gott uns mit einem freien Willen ausgestattet. Und dazu gehört eben auch die Möglichkeit, dass wir wählen können, worauf wir uns konzentrieren, was wir in den Blick nehmen. Wir können an vielen Stellen nicht aussuchen, was uns widerfährt, was in unserem Leben geschieht. Das passiert einfach. Und wir konnten an vielen Punkten auch nicht aussuchen, mit welcher körperlichen Verfassung, mit welchen Begabungen, mit welchen Kräften wir ins Leben geschickt wurden, wie lange unsere Gesundheit erhalten bleibt. Aber wir können darüber entscheiden, wie wir das, was wir haben und was wir sind, wie wir das einsortieren, wie wir die Karten, die wir haben, ausspielen, wie wir mit dem umgehen, was wir haben und sind. Wir können darüber entscheiden, welche Prioritäten und Werte uns leiten und bestimmen. Adam und Eva,
die konnten nicht bestimmen, welche Früchte im Garten wachsen. Aber sie konnten entscheiden, wie sie mit dem umgehen, was Gott ihnen gesagt hat und welche Früchte sie essen. Und leider haben sie sich für den Ungehorsam entschieden und haben sich dafür entschieden, Gott zu misstrauen und doch lieber noch diese Frucht auszuprobieren. Und damit war es dann aus mit der paradiesischen Ruhe. Und das ist tatsächlich so, wo sich Menschen gegen Gott und gegen Gottes gute Gebote entscheiden, ist meist Schluss mit Ruhe und Frieden. Da entsteht Unfrieden und da entsteht Ruhelosigkeit. Gott hat uns mit einem freien Willen ausgestattet, wie wir uns verhalten. Und er hat uns mit Verantwortung ausgestattet. Von Anfang an hat er uns die Würde gegeben und hat gesagt, und ihr dürft hier bebauen und bewahren. Ihr habt eine Verantwortung. Und ihr habt von mir Gaben bekommen, ihr habt von mir Möglichkeiten, Fähigkeiten, Ressourcen bekommen. Und es liegt jetzt in eurer Hand, was ihr daraus macht, was ihr damit tut. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt anfangen zu rechten, wer wie viel hat, wer was hat und was man gerne noch hätte, sondern es geht darum, mit dem Haus zu halten, was jeder von uns hat. Gott schenkt uns die Wahlfreiheit, das zu machen, was wir denken, mit dem, was wir haben. Wir dürfen das frei wählen. Und das ist ein großes Geschenk und das, finde ich, ist eine große Ehre, dass er sagt, ich traue dir das zu. Du kannst entscheiden. Aber er wird uns auch am Ende der Zeit fragen, wobei, lass mich das aber weglassen. Und er wird uns am Ende der Zeit fragen, was hast du draus gemacht? Was ist geworden aus dem, was dir anvertraut ist? Ich habe so für mich gedacht, als Thomas von Ruanda erzählt hat, wie Gott mich am Ende der Zeit fragen wird. So, Ruth, du durftest in Deutschland aufwachsen, du durftest studieren, du durftest in einer guten Gemeinde sein, das wurde dir anvertraut. Was hast du getan für die Menschen in Ruanda, die viel Armut haben, wo nicht so viel Bildung möglich war? Wo mich fragen wird, was hast du gemacht aus dem, was dir anvertraut ist? Das steht in der Bibel. Wem viel anvertraut wird, von dem wird viel gefordert werden. Wir sind die Menschen, denen viel anvertraut wurde. Und Gott wird am Ende der Zeit fragen, was hast du gemacht aus dem? In der Bibel wird uns erzählt von drei Arbeitern. Der Chef gibt ihnen zentnerweise Silber. Einer bekommt 5 Zentner Silber, einer bekommt 2 Zentner, einer bekommt 1 Zentner. Die ersten beiden schaffen es, das Silber zu verdoppeln. Und der dritte, der vergräbt es. Und dann kommt der Chef und fragt, was ist geworden aus dem? Und dann die ersten beiden belohnt er. Und der dritte fängt an zu jammern. Mama, ich wusste, dass du ein schwerer Chef bist und dass du am Ende und du nimmst und ich hab's lieber vergraben. Und Gott sagt zu ihm, weißt was, hätt's zur Bank gebracht, hätt's wenigstens Zinsen gegeben. Ja, genau. Ich habe auch gedacht, jede Zeit muss für sich neue Texte auslegen und gucken, wie können wir in unserer Zeit. Und das ist das Schöne, dass Gott uns Verstand gegeben hat und gesagt hat, so, ich bin mal gespannt, was ihr macht. Zumindest, Gott sagt zu ihm, du Fauler, warum hast du es so getan? Und in diesem Text geht es nicht darum, dass aufgerechnet wird. Warum hat eigentlich der eine 5 gekriegt, der eine 3 und der andere Arme nur 1? Darum geht es dem Text überhaupt nicht. Es geht nicht darum, ob wir viel oder wenig haben, sondern es geht darum, was habe ich aus dem gemacht, was ich habe? Wie habe ich es eingesetzt? Und an der Stelle glaube ich auch, wenn der kein guter Finanzmensch ist, dieser eine, und wenn der sich was anderes überlegt hätte, aber mit ganzem Herzen überlegt hätte, was kann ich draus machen, dann hätte Gott nicht vor ihm gestanden und gesagt, du hättest mehr Zinsen gekriegt, wenn du zu der Bank gegangen wärst. Sondern Gott hätte das Herz angeguckt
Und darum geht es um uns auch. Es geht nicht, wir wachsen auf in so einer Gesellschaft, die um Optimierung geht. Es geht nicht um, hol das Optimalste raus aus dir. Sondern es geht um unsere Herzenshaltung, dass wir erkennen, Herr, du hast mir was anvertraut und ich möchte verantwortungsbewusst damit umgehen. Dafür entscheide ich mich. Und an der Stelle merke ich, dass es gerade bei Kindern oft dieser Punkt gibt, ist es gerecht, ist das fair? Kennt ihr vielleicht auch. Das ist aber nicht fair. Und zwar, dass wir, Gott hat uns in diese Welt gestellt, damit wir für Gerechtigkeit in dieser Welt sorgen und er möchte, dass wir gerecht handeln. Aber gleichzeitig begegnet uns in dieser Welt, dass es immer wieder ungerecht und unfair zugeht. Seit dem Sündenfall ist die Welt nicht mehr so, wie sie sein sollte. Und das müssen wir akzeptieren, das müssen wir annehmen, in Kauf nehmen. Wir können nicht danach leben, dass wir sagen, das ist nicht fair, ich melde mich ab. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Wer dabei hängen bleibt, kommt nicht weiter, sondern dass wir sagen, ja, diese Welt ist nicht gerecht. Aber ich will mit dem umgehen, wie es geht in dieser ungerechten, in dieser sündhaften Welt. Natürlich, an den Stellen, wo wir für Recht und Gerechtigkeit sorgen sollen, da sollen wir uns einsetzen. Aber an vielen Punkten müssen wir uns einfach mit dem arrangieren, wie es ist. Und Gott weiß genau, wo unser Herz steht und wie wir uns bemühen. Ich denke, es gibt einige Eckpfeiler, die uns helfen können, damit wir in Gottes Ruhe ankommen, dass wir das erleben können, heute im Alltag, dass Gott uns in seine Ruhe hineinnimmt. Das Erste, und ich denke wirklich, dass so offensichtlich ist, dass wir Gottes Gebote kennen und befolgen. Gott hat seine Gebote gegeben, damit es in dieser Welt Ruhe und Frieden gibt. Und wir tragen dazu bei, wenn wir Gottes Gebote ernst nehmen, dann sind wir Friedensstifter, dann sorgen wir für Ruhe. Dann ist ein Punkt für mich Weisheit. Weisheit hilft in vielen Lebenssituationen. Ihr kennt genügend Situationen, in denen es uns nicht einfach ist zu entscheiden, was ist schwarz, was ist weiß, was ist richtig, was ist falsch, wo wir die Weisheit von Gott brauchen, was ist für diese Situation angemessen und richtig. Und diese Weisheit entsteht, wenn wir eine Beziehung zu Gott wirklich pflegen, wenn wir mit ihm im Gespräch sind. Wenn wir bereit sind, uns selbst anzugucken und zu wissen, wie wir ticken. Und wenn es uns gelingt, aus Erfahrungen zu lernen, wenn wir wahrnehmen, so war es, so funktioniert es nicht. Und Gott lädt uns ein. In der Bibel sagt er, wem an Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und Gott schenkt ihm das. Dann ist für mich ein Punkt, dass wir den Heiligen Geist bewusst wahrnehmen für unser Leben, dass wir den Heiligen Geist jeden Tag neu einladen. Bitte rede du in meinem Leben. Ich möchte dein Reden wahrnehmen. Ich glaube, dass du reden willst und ich möchte in Situationen erkennen, was du jetzt willst. Dass wir unser Hören, unser Wahrnehmen dafür schulen. Oft sind es ja nur diese kleinen Gedanken, wo wir denken, ja, stimmt, das ist richtig. Dass wir uns schulen, auf den Heiligen Geist zu hören und dann der nächste schwere Schritt, dass wir auch bereit sind zu tun, was wir durch den Heiligen Geist erkennen. Ein weiterer Eckpfeiler ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit beschützt uns vor vielen Belastungssituationen in der Welt, dass sie uns erdrücken, dass sie unser gesamtes Wahrnehmen einnehmen, dass wir innerhalb von schweren Situationen nochmal schaffen, auf Gott zu schauen und zu sagen, Herr, und ich danke dir. Im Kolosserbrief, was Friederike am Anfang vorgelesen hat, steht, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Unsere Dankbarkeit hilft uns, dass wir in der Ruhe ankommen. Dann der Arbeit den richtigen Platz geben. Jeder von uns weiß, was das höchste Gebot ist. Dass wir Gott lieben sollen mit allen Kräften und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist das höchste Gebot.
Und innerhalb dieses Gebotes ist die Arbeit nur ein kleiner Teil. Durch unsere Arbeit können wir unsere Fähigkeiten, Begabungen einsetzen zum Wohl dieser Welt. Das ist das Ziel der Arbeit. Aber das ist nur ein kleiner, na, kleiner nicht, aber es ist nicht der Hauptteil in diesem Gebot. Von daher, Arbeit ist nicht das Zentrum. Arbeit ist nur ein Teil. Und wenn wir das alles vor Augen behalten, dann kann es uns gelingen, dass wir in den Stürmen des Lebens trotzdem in Gottes Ruhe ankommen und in Gottes Ruhe bleiben können. Ich möchte euch zum Abschluss der Predigt ein Gebet vorlesen. Ein Gebet, das uns helfen soll, in Gottes Ruhe zu sein, zu bleiben. Es ist von Reinhold Niebuhr, einem amerikanischen Theologen, und die Anfangsformulierung kennt ihr sicher. Sie sind auch in der Arbeit der anonymen Alkoholiker sehr verankert. Ich lese euch mal das ganze Gebet vor und lade euch ein, es innerlich mitzubeten. Gott, gib mir die Gnade, mit Gelassenheit Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Hilf mir, im Heute zu leben, den jeweiligen Moment zu genießen und Schwierigkeiten als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. Schenke mir, dass ich diese Welt voller Sünde so annehme, wie Jesus es getan hat, und nicht daran festhalte, wie ich sie gern hätte. Ich vertraue darauf, dass du alles gut machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe. So werde ich in diesem Leben das meiste Glück erfahren und im nächsten Leben unendliches Glück mit dir.